Und ich darf aufrufen den Top. Moment mal. 61. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, digitales Hessen, wo Zukunft zu Hause ist. Es ist der Setzpunkt der Fraktion der CDU. Und insoweit darf ich bitten, den Kollegen Hartmut Honker für die Fraktion der CDU. Sie haben das Wort, Herr Kollege Honker. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. This changed everything. Diese Worte hat seinerzeit Sir Tim Berners-Lee gesprochen, als er 1989 den Quellcode erfunden hat für das Internet, wie wir es heute kennen. Damals bahnbrechend, heute Realität, quasi in jeder Hosentasche auf dem Smartphone. Warum ich dieses Zitat gebracht habe, ist ganz einfach. In der vergangenen Woche endete eine Auktion bei Sotheby's, bei der ein NFT-Token versteigert wurde mit genau diesem Quellcode. Und sagenumwobene 5,4 Millionen US-Dollar hat ein unbekannter Bieter dafür geboten, für etwas, das quasi jeder von uns heute dabei hat, das Alltagsgegenstand ist, das quasi ein Stück weit die Welt wirklich neu erfunden hat. Und wie fern das Einschneiden für jeden Einzelnen von uns ist, mag jeder für sich selbst beurteilen. Ob es 5,4 Millionen US-Dollar wert ist, muss auch jeder selbst wissen. Aber so ist das bei Auktionen manchmal. Meine Damen und Herren, This Changed Everything war 1989 und gleichzeitig die Digitalisierung verändert weiterhin jeden Tag unsere Welt. Und insofern muss ich auch eine Digitalpolitik immer wieder an diese veränderte Politik, an diese veränderte Realität anpassen. Insofern ist es nur folgerichtig, dass unsere Landesregierung nun eine Fortschreibung ihrer Digitalpolitik vorgenommen hat. Fortschreibung deshalb, weil die erste aus dem Jahre 2016 stammte. Nun haben wir den Stand Digitales Hessen, wo Zukunft zu Hause ist, eine Fortschreibung für das Jahr 2030 auf dem Tisch. Digitalisierung findet, meine Damen und Herren, und das, glaube ich, wissen wir doch, die wir hier sitzen, alle in so ziemlich jedem gesellschaftlichen Bereich statt. Das abzuhandeln würde sehr, sehr lange dauern, mehr als einen Plenartag vermutlich, wenn man wirklich alle Geschäftsbereiche intensiv durchgeht. Aber ich glaube, man kann das mal runterbrechen auf den allerersten, und zwar das ist das Thema Infrastruktur. Weil ohne digitale Infrastruktur ist vieles anderes, von dem wir reden, am Ende nichts. Und von daher ist das Thema Infrastruktur auch bei uns in der neuen Digitalstrategie weiterhin an Top 1 der Prioritätenliste der Aufgaben, der sich unsere Landesregierung in all ihren Geschäftsbereichen verpflichtet fühlt. Digitalisierung ist für uns nicht nur eine Aufgabe für die Nerds und den Ballungsraum, sondern ganz besonders auch für den ländlichen Raum, weil am Ende sind uns alle Menschen in Hessen gleich viel wert, egal ob sie hier in der schönen Landeshauptstadt Wiesbaden wohnen oder in der schönen Rhön. Am Ende benötigen alle Menschen ein schnelles Internet, und dafür wollen wir sorgen. Ganz wichtig im Bereich der Infrastruktur, die wir als Staat schaffen, sind unsere Schulen. Und ich kann es da nur noch einmal wiederholen. Es ist egal, ob sich eine Schule hier in Wiesbaden befindet oder in der schönen Rhön, um sie noch einmal zu nennen. Alle Eltern in Hessen sollen die Gewissheit haben, und sie können die Gewissheit haben, dass uns alle Schulen gleich viel wert sind, dass wir alle diese Schulen gleich schnell an das Gigabit anbinden wollen. Und bereits, wir sind da im Werden, das wissen Sie. Das ist in keinem anderen Bundesland bereits so, dass alle Schulen angeschlossen sind. Das können Sie mir gerne mal zeigen. Und von daher, da sind wir auf einem sehr, sehr guten, konsequenten Weg. Ja. In dieser Wahlperiode stehen dafür insgesamt in diesem Bereich der Digitalinfrastruktur 270 Millionen Euro für den Bereich der Gigabit-Ausbau zur Verfügung. Und gerade in der vergangenen Woche sind 660.000 Euro davon in den Odenwaldkreis gegangen, 660.000 Euro Landesmittel, dazu kommen 800.000 Euro Bundesmittel und nochmal 170.000 Euro, die der Landkreis selbst in die Hand nimmt, um die 34 Schulen im Landkreis Odenwald an das Gigabit anzubinden mit Glasfaser. Das, meine Damen und Herren, ist gelebte Digitalisierungspolitik.
Genauso wichtig wie das Glasfasernetz ist aber heutzutage auch der Mobilfunk selbstverständlich. Und wir haben es ja schon das ein oder andere Mal hier diskutiert. Dem einen oder anderen geht der marktgetriebene Ausbau, ich glaube, eigentlich uns allen geht der marktgetriebene Ausbau nicht schnell genug. Aber es gibt den einen oder anderen hier im Hause, der der Meinung ist, wir müssten da noch mehr mit Steuergeld unterstützen. Und da können wir nur wieder sagen, nein, wir stellen gerne zwar unsere 50 Millionen Euro Steuergeld von Landesseite zur Verfügung, um die weißen Flecken dort zu schließen, wo der marktgetriebene Ausbau eben nicht funktioniert. Und das ist leider im ländlichen Raum. Wir haben endlich das grüne Licht seit einiger Zeit der EU-Kommission. Und von daher können wir die weißen Flecken im ländlichen Raum an der Stelle schließen. Das ist sinnvoll und gut für die Menschen in diesen Bereichen. Ein zweiter ganz wesentlicher Faktor, das ist die Digitalisierung unserer Verwaltung, zu der ich nun kommen möchte. Digitalisierung in Deutschland oder beziehungsweise die Verwaltung in Deutschland gilt ja häufig manchmal als sehr detailverliebt. Und ich glaube, der ein oder andere hat auch schon seine Erfahrung gemacht, wie detailverliebt unsere Anträge, Verfahrensvorgänge in Deutschland sind. Das Onlinezugangsgesetz, das uns alle verpflichtet, alle staatlichen Ebenen verpflichtet, ihre Leistungen digital anzubieten, ist dort ein Antriebsfeder, dort vielleicht auch das eine oder andere dieser Detailverliebtheit auf die Waage zu werfen. Und wir haben mit Sivento dort ein Angebot geschaffen für unsere Kommunen, das wir bezahlen seit dem Jahr 2020, das auf etwas setzt, das in der sogenannten Digitalwirtschaft gang und gäbe ist, nämlich eine Plattformtechnologie. Das bedeutet, wenn ein Vorgang einmal dort digitalisiert ist, steht er automatisch allen anderen Partnern der ECOM 21 zur Verfügung. Es sind fast alle hessischen Kommunen an ECOM 21 angeschlossen und beteiligt. Das bedeutet, wenn einer einmal einen Vorgang digitalisiert, können die anderen darauf zugreifen. Das ist zukunftsweisend. Nicht jeder muss alles komplett neu von vorne erfinden. Das ist gelebte Digitalisierung, die uns nach vorne bringt an dieser Stelle. Und dass digitale Verwaltung uns besonders wichtig ist, zeigen wir auch dadurch, dass es innerhalb der Digitalstrategie einen eigenen Abschnitt dazu gibt. Es gibt die digitale Verwaltung Hessen 4.0, die gesamte Landesverwaltung umfasst, alle Ebenen, um dort die Zukunft Einzug halten zu lassen, sofern sie es noch nicht geschehen ist. Wir haben dort schon manches erreicht. Unter verwaltungsportal.hessen.de kann man sich heute schon davon überzeugen, welche Leistungen alle digital zur Verfügung stehen. Aber nichts ist so gut, als dass es nicht noch viel besser werden kann. Und bei knapp 600 Verwaltungsleistungen, die wir da in Deutschland haben für den Bürger und die Bürgerin, ist, glaube ich, noch so die eine oder andere im Angebot, die auf ihre Umsetzung wartet. Wir selbst denken aber an der Stelle nicht nur an die Bürgerinnen und Bürger, die, wenn sie nicht mehr ins Rathaus oder ins Kreishaus müssen, von zu Hause bequem ihren Behördengang ist dann sehr relativ, erledigen können, sondern wir denken natürlich auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und insofern haben wir einen eGov-Campus eingerichtet, damit wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ideal und gut mitgerüstet auf dem Weg in die digitale Zukunft mitnehmen, dass sie auch kompetent mit der Technik, die wir zur Verfügung stellen, umgehen können. Und ich glaube, das ist genauso wichtig, dass wir auch an das Personal denken, an die Menschen, die für uns als Staat arbeiten, weil sie sollen auch eine gute Arbeitsumgebung dabei haben. Wenn wir an Verwaltung denken oder auch jetzt an neuere Technologien, denken wir zum Beispiel häufig auch gerne an Techniken wie Chatbots. Warum nicht? Das ist doch ein Teil der Zukunft, die wir heute schon real erleben. Chatbots können genauso gut auch bei uns in der Verwaltung Einzug halten, und sie werden Einzug halten, um die Masse der vermeintlichen kleinen, einfachen Bürgeranfragen beantworten, damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann am Ende um die wirklich komplexen Aufgaben kümmern können. Und wir haben, weil wir den Wissenstransfer sehr schätzen, das wissen Sie alle, wir haben ja auch hier schon über unser Distral-Programm gesprochen, dort eine neue Linie noch aufgebaut, die Linie 2C, digitale Pioniere, weil wir genau wieder den Wissenstransfer haben wollen, aus der Wissenschaft in die Unternehmen und auch hier gerade in die Unternehmen im ländlichen Raum, weil wir glauben, dass die Menschen auch gerade vor Ort am besten wissen, wie sie die Herausforderungen, vor die sie stehen, vor Ort gemeinsam lösen. Wir sichern den Wissenstransfer an dieser Stelle, und dann kommen wir auch zu den besten Lösungen vor Ort. Hierzu haben wir in Hessen verschiedene Bausteine eingerichtet. Eines ist zum Beispiel das House of Digital Transformation, bislang in Anführungszeichen nur
in Darmstadt beheimatet. Es wird einen zweiten Standort geben, genau in Kassel, um dort oben einen zweiten Schwerpunkt zu setzen, genau in einer anderen Region unseres Landes, die anders auch strukturiert ist, um dort die Player, die am Markt sind, die im Land sind, das heißt sowohl die Verwaltung als auch die Universitäten, die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger, die Start-ups, dort in der Region mitzunehmen, sie zu vernetzen, weil wir das für den richtigen Weg halten, konkret vor Ort zu handeln. Ja, meine Damen und Herren, ich sehe auf die Uhr und werde sehen, dass der Präsident gleich etwas sagen möchte in der analogen Welt, dass die Redezeit abgelaufen ist. Deswegen spare ich mir die Gesundheit, die uns mindestens genauso wichtig ist wie die Bildung. Schade drum, aber vielleicht kann das der Kollege Leveringhaus nachher noch aufgreifen, der ja auch für die Regierungsfraktion sprechen wird. Meine Damen und Herren, abschließend betrachtet, ich glaube, wenn wir Digitalisierung ernsthaft ehrlich betrachten, dann ist Digitalisierung unserer Gesellschaft viel mehr als nur Technik. Es ist am Ende auch eine kulturelle Frage. Es sind sehr häufig auch gesellschaftspolitische Fragen mit den entsprechenden Veränderungen verbunden. Und daher müssen wir auch entsprechend vielfältige und tiefschürfende Antworten geben als Politik, als Gesellschaft insgesamt. Und so wie ich mit einem Zitat begonnen habe, möchte ich mit einem Zitat enden. Diesmal aber nicht von einem Techniker, sondern ich habe Friedrich Dürrenmatt mir herausgesucht an dieser Stelle. Die Welt ist so, wie der Mensch sie macht. Lassen Sie uns heute Hessen gemeinsam gestalten, analog und digital, in der Stadt und auf dem Land. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Honka. Nächster Redner ist der Abgeordnete Stirböck für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Frau Ministerin hat vor einigen Wochen die Festfortschreibung der Digitalstrategie des Landes Hessen vorgestellt, leider unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle. Leider, weil wir und alle uns gemeinsam ja wünschen, der Digitalisierung in unserem Lande einen neuen Schub zu verleihen. Aber dieses Schweigen im medialen Walde hat auch Gründe, weil man nämlich auch nach der Lektüre ihrer Digitalisierungsstrategie nicht weiß, was an ihr besonders relevant und wie sie umgesetzt werden soll. Das Hauptproblem dabei ist aber doch, dass auch nach 2,5 Jahren, nach 2,5 Jahren Digitalministerium und nach der neuen Digitalstrategie kaum einer sagen kann, wozu dieses Ministerium eigentlich gut ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. In der Digitalstrategie gibt es durchaus viele richtige Gedanken, Frau Ministerin. Wir hätten uns daher gewünscht, dass Sie ein so zentrales Dokument Ihrer Arbeit in einer Regierungserklärung vorstellen und diesem Thema damit auch eine größere Bühne geben. Denn schließlich geht es darum, dass wir in Hessen auch für die nächste Dekade international wettbewerbsfähig aufgestellt sein wollen, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land haben wollen und dass wir die Chancen der digitalen Transformation ergreifen für mehr Selbstbestimmtheit, für mehr Kreativität und mehr Freiheit. Ihr heutiger Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, ist aber nicht die notwendige, erforderliche Schwerpunktsetzung oder die zeitliche und inhaltliche Konkretisierung der Digitalisierungsstrategie. Er ist der laue Aufguss einer sehr lauen Digitalisierungsstrategie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was wir bräuchten, was wir benötigen, sind klare, messbare Ziele und konkrete Umsetzungsschritte. Sie liefern uns hingegen einen wirren Antrag, der einmal mehr alle Programme und Programmchen des Digitalministeriums selbst lobt. Da sind die alten Bekannten versammelt, Distral, die digitale Dorflinde und sogar Ehrenamt digitalisiert. Es ist ein geschwätziges Stammtischtreffen, diesmal künstlich unter dem Aspekt der Digitalisierung und Zukunftsfestigkeit des ländlichen Raums. Zusammengefasst. Der intellektuelle Beitrag für Digitalisierung im ländlichen Raum in Ihrem Antrag ist allerdings
in etwa genauso hoch wie der Beitrag der Landesregierung für den ländlichen Raum insgesamt oder der Beitrag von Biene Maja zur hessischen Honigproduktion. Er liegt bei null, meine sehr geehrten Damen und Herren. Beispiel digitale Infrastruktur. Auch nach 2,5 Jahren Digitalministerium sind die Datenautobahnen in einem Zustand wie die Autobahnen in der DDR. Nur 13,6% der Haushalte auf dem Land verfügen über einen Gigabit-Anschluss. Laut Ihrem Antrag soll der Landtag heute beschließen, dass die Gigabit-Strategie erfolgreich umgesetzt wird. Erzählen Sie das einmal den Menschen, wenn Ihre Videokonferenz mal wieder abbricht. Wir haben kürzlich einen Vorschlag gemacht, die Gigabit-Versorgung im ländlichen Raum mit Gigabit-Gutscheinen zu verbessern. Diese Chance auf ein Gigabit-Turbo haben Sie ohne Alternative abgelehnt. Ich will gar nicht behaupten, wir hätten das Patentrezept, aber Sie haben gar keins, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und genauso verhält es sich doch auch beim Thema Mobilfunk. Auch nach 2,5 Jahren Digitalministerium bleibt die Mobilversorgung gerade auf dem Land löchrig wie ein Schweizer Käse. Und Herr Präsident, Sie haben vorhin von Digital Detox gesprochen. So haben wir uns Digital Detox nicht vorgestellt. Obwohl mit dem Mobilförderprogramm des Landes bisher noch kein einziger Mast finanziert wurde, muss es seit Jahren für Ihre PR herhalten. Das wirkt nicht nach einem Digitalisierungsministerium, das wirkt nach Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in der Staatskanzlei. Immerhin hat die Landesregierung 1,5 Jahre, nachdem wir es in die Debatte zur Regierungserklärung im Dezember 2019 angeregt haben, 6G für sich entdeckt. Das freut uns wirklich. Während andere noch von 4G sprechen, müssen wir in Hessen 6G voranbringen. Sie hätten aber auch einfach in den letzten zwei Jahren unsere Haushaltsanträge zum Aufbau der 6G-Forschung in Hessen annehmen können, dann wären wir heute schon einen Schritt weiter. Nächstes Beispiel, digitale Bildung. Die Koalitionsfraktionen loben sich in ihrem Antrag allen Ernstes dafür, dass sie den Digitalpakt Schule kofinanzieren. Na super. Was unsere Kinder aber brauchen, ist eine Top-Ausstattung, neue Ideen, wie die Digitalisierung den Unterricht bereichern kann. Was sie bekommen, ist ein Schulportal, das zu häufig zusammenbricht. Und was unsere Lehrkräfte brauchen, das sind Laptops. Die bekommen sie auch, aber erst einmal nur für den Fototermin mit der Ministerin. Formulieren wir doch lieber klare und messbare Ziele. Schaffen wir z.B. die gedruckten Schulbücher bis 2025 ab und ersetzen sie durch digitale, interaktive Lernmaterialien. Schaffen wir Lernportale, die mit künstlicher Intelligenz die Lehrer unterstützen, Kinder individuell zu fördern. Und gerade für den ländlichen Raum ist noch viel Luft nach oben, z.B. schulübergreifender digitaler Unterricht zu ermöglichen und so das Fächerangebot zu erweitern. Beispiel Verwaltungsdigitalisierung. Die Koalitionsfraktionen versichern uns in ihrem Antrag, dass sie das Onlinezugangsgesetz wirklich umsetzen soll. Das beruhigt uns wirklich ungemein, denn Ende 2022 ist gar nicht mehr lange hin. Leider wird man aber das Gefühl nicht los, dass die Landesregierung sehr stark noch im analogen Denken gefangen bleibt. Kürzlich las ich eine Pressemitteilung des Innenministeriums. Sie wissen ja, das Innenministerium ist das Ministerium, das sich ja eigentlich gerne für das eigentliche Digitalministerium hält. Und in dieser Pressemitteilung des Innenministeriums heißt es doch tatsächlich, der digitale Impfpass kommt standardmäßig per Post. Ja. So haben wir uns Digitalisierung in Hessen eigentlich nicht vorgestellt. Übrigens ist das doch der beste Beweis dafür, dass die ein oder andere Kompetenz aus dem Innenministerium vielleicht doch ins Digitalministerium wandern sollte. Wir haben ja im Grunde alle die gleiche Erkenntnis. Der Ministerpräsident hat es jüngst in einem Zeitungsinterview geäußert. Was wir aus Corona gelernt haben, ist, dass wir in der Digitalisierung und der Vernetzung von Behörden besser werden müssen. Eigentlich schlimm, dass es für diese Erkenntnis tatsächlich eine schlimme Pandemie brauchte. Und in der Tat ist es so, in der Pandemie haben die Bürger geliefert, haben die Unternehmen geliefert, nur der Staat hat geschwächelt. Das hat man bei der Digitalisierung besonders gemerkt. Es gibt doch noch so viel zu tun.
Warum investieren wir nicht nach schottischem Vorbild in ein hessisches LoRaWAN und schaffen Smart Cities auch auf dem Land? Warum schaffen wir nicht Fördergebiete für Gigabit-Gutscheine gerade im ländlichen Raum? Warum werden wir nicht führend beim digitalen Bauen mit Building Information Modeling? Warum schaffen wir nicht ein Schulfach Informatik und Digitalisierung auch noch stärker in den Schulen voranzutreiben, in den Köpfen der Menschen? Warum sind wir nicht vorne dran bei der Digitalisierung der Dokumentationspflichten für Pflegekräfte? All das nutzt nicht nur der Stadt, sondern auch gerade dem Land. Nie gab es mehr zu tun. Seit 2,5 Jahren hat Hessen ein Digitalministerium. Nach 2,5 Jahren ist jetzt Halbzeit. Ihre Halbzeitbilanz, Frau Ministerin, fällt dürftig aus. Hessen hat jetzt jede Menge neue Beratungsstellen, Breitbandberatungsstellen, eine Geschäftsstelle, smarte Regionen und jede Menge neue Arbeitsgruppen in der Landesverwaltung. Nur Resultate sieht man zu wenig. Ich weiß, Frau Ministerin, Sie sind guten Willens und voller Optimismus und auch voller Energie. Ich mag das. Bringen Sie jetzt die PS auf die Straße, auch für den ländlichen Raum. Herr Honka, Sie haben eben herausgearbeitet, dass sich durch die Digitalisierung alles ändert. Ich frage mich, wann ändert sich endlich die Politik dieser Landesregierung? Wir erwarten von der Landesregierung endlich Fortschritte. Es braucht einen Innovationsboost und eine Digitalisierungswende in Hessen. Vielen Dank, Herr Kollege Stirböck. Nächster Redner ist der Abgeordnete Felstehausen für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Entschließungsantrag Digitales Hessen, wo Zukunft zu Hause ist, wollen die regierungstragenden Fraktionen nach der Hälfte der Legislaturperiode eine Bilanz ihrer digitalpolitischen Bemühungen vorlegen. Anhand von 8 Punkten, von denen leider auch noch einige doppelt sind, werden blühende digitale Landschaften – vielen Dank für das Wasser – werden blühende digitale Landschaften gezeichnet. Aber leider stellt der Entschließungsantrag nicht vor, was erreicht worden ist. Vielmehr ist es nur das, was schon seit 2,5 Jahren im Koalitionsvertrag niedergeschrieben ist und immer wieder die Formulierung, was Sie beabsichtigen, wohin die Reise gehen soll. Was völlig fehlt, ist das, was Sie bisher umgesetzt haben. Man könnte sagen, Sie haben sich stets bemüht. Ich möchte auf ein paar Aspekte dabei eingehen. Im Absatz 2 gehen Sie auf die Bemühungen ein, den ländlichen Raum zu digitalisieren. Seit Jahren hören wir hier im Landtag die Jubelchöre, Gigabit-Anschlüsse, Netzabdeckung beim Mobilfunk, WLAN in öffentlichen Einrichtungen, alles super. Aber tatsächlich, wenn man sich mal die Mühe macht, vor Ort zu gehen, dann stellen wir fest, Netzabbrüche, Funklöcher und Glasfaser ist im ländlichen Raum vielfach nicht vorhanden, wird nicht angeboten. Und selbst von 50 Mbit können viele Hessen im ländlichen Raum nur träumen. Das ist die Realität. Meine Damen und Herren, von den regierungstragenden Fraktionen, fahren Sie doch mal mit dem Auto, nein, viel besser, fahren Sie doch mal mit der Bahn durch Hessen. Damit werden Sie doch feststellen, in welchem Zustand unsere digitale Infrastruktur ist. Da wird Ihr digitales Kartenhaus relativ schnell zusammenfallen. Meine Damen und Herren, im Absatz 3 loben Sie sich über den grünen Klee für die Digitalisierung der Bildung. Ich kann nur sagen, schön, dass Papier geduldig ist, sonst würde es schon beim Ausdruck und vor dem Verteilen und in unsere Fächer rot werden. Völlig klar, unklar in diesem Bereich der Bildung ist die Zuständigkeit, wenn es um Digitalisierung von Schulen und Universitäten geht. Wir haben zwar seit 2019 ein Digitalisierungsministerium, aber alle wesentlichen Entscheidungen werden doch ohne Koordination in ganz anderen Häusern getroffen. Und was dabei herauskommt, sieht man bei der Umsetzung des Digitalpakts Schule.
Da werden die Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten versorgt. Ja, das haben sie gemacht. Aber völlig unklar ist, wie die Schülerinnen und Schüler einen Netzzugang bekommen. Wie soll ich im ländlichen Raum Laptops und Tablets benutzen, wenn kein WLAN vorhanden ist in der Schule, wenn kein Breitbandanschluss verfügbar ist und wenn der Mobilfunk immer wieder feststellt, kein Netz in diesem Bereich. Ja, Sie haben es geschafft, 2021, man betone 21, die Lehrerinnen und Lehrer mit E-Mail-Adressen zu versorgen. Aber was Sie versäumen, ist gleichzeitig flächendeckend für alle die Geräte bereitzustellen, mit denen man E-Mails auch senden und empfangen könnte. Und da kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Neuland. Ein viertes Beispiel. Sie wollen den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen weismachen, die Verwaltung würde nun endlich digitalisiert. Das sind viele, viele Absichtserklärungen, aber es ist keine Aussage über den Ist-Stand. Denn die Bürgerinnen und Bürger können doch täglich mitbekommen, wenn sie an die Orte geht, in denen der Amtsschimmel nach wie vor analog wird, wie die Arbeit in den Rathäusern aussehen. Flächendeckend fordert das E-Government-Gesetz die Einführung der elektronischen Aktenführung. Das bedeutet digitale Fachverfahren, das bedeutet medienbruchfreie Antragsverarbeitung und die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern über E-Mails, über Apps und digitale Schnittstellen. All das bestenfalls Pilotversuche, all das bestenfalls Leuchtturmprojekte, die aber niemals in der Fläche ankommen. Wenn Sie hier etwas zu berichten haben, wie gesagt, dann sind es eben Dinge, die Sie einmalig irgendwo ausprobieren. Aber wenn wir die Bürgerinnen und Bürger fragen, was erfahren Sie denn von der Digitalstrategie, von der Digitalisierung der Rathäuser, dann sagen Sie, es sieht bei uns aus wie 1970, bisher hat sich da nichts geändert. Aber Sie haben ja gerade, Herr Honka, vorgeschlagen, Chatbots nun in Rathäusern einzuführen. Dann gucken wir uns doch mal die Technologie von Chatbots an. Was machen die denn eigentlich? Und da bin ich sehr schnell wieder bei Ihnen, bei Ihrer Rede und auch bei der Digitalstrategie. Chatbots sammeln Satzbestandteile, setzen sie auf Anforderung neu zusammen. So kam mir das bei Ihrer Rede auch vor. Was Chatbots nicht können, ist, etwas Neues zu schaffen. Sie wiederholen ausschließlich das bisher Bekannte. Wenn Sie dieses einführen in der CDU-Fraktion, vielleicht haben Sie es schon. Ich hatte so ein bisschen bei Ihrer Rede den Eindruck, das hat ein Chatbot geschrieben. Aber was noch viel schlimmer ist als diese maßlose Lobhudelei, dass Sie völlig frei sind von Selbstkritik und Reflexion. Und das gilt nicht nur für den, das ist völlig richtig. Aber vor allem dort, wo wirklich dringend Handlungsbedarf ist, dort hören wir von Ihnen nichts, beredetes Schweigen. Und da möchte ich Ihnen drei Dinge sagen, die für uns als Linke wirklich wichtig wären. Wo sind Ihre Initiativen, wenn es darum geht, die neuen Beschäftigungsformen der Plattformökonomie endlich zu regulieren? Zehntausende Menschen arbeiten in Hessen in diesem Bereich als Clickworker, als Verfügungmasse in der Cloud. Sozialversicherung, Mindestlohn, Arbeitnehmerrechte sind hier völlige Fremdworte. Hier hätten wir von Ihnen mal ein Wort erwartet, wie Sie mit diesem Bereich zukünftig umgehen wollen, der für immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich relevant ist. Zweitens, und das schließt sich daran an, wo sind bitte schön Ihre Initiativen, wenn es darum geht, die Arbeitsbedingungen in der Transformation in die digitale Welt bei Industrie 4.0, bei Dienstleistungs 4.0 menschengerecht gestalten? Das würde voraussetzen, die Rechte der Beschäftigten zu stärken, die Mitbestimmung bei Digitalisierungsprozessen und bei Standortentscheidungen endlich vernünftig ausbauen. Und es müsste ein Recht auf Fortbildung geben, damit Menschen, die nicht als Digital Natives aufgewachsen sind, auch die Chance haben, daran teilzuhaben. All das, meine Damen und Herren, Fehlanzeige, kein Wort darüber. Und zum Dritten, wo bleiben Ihre Initiativen, wenn es um den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre geht?
Wenn man dort etwas aus dem Bereich der Regierungskoalition hört, meine Damen und Herren, dann bestenfalls von Innenminister Peter Beuth, der mit Hessentrojaner, der mit Palantir, Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchungen den gläsernen Bürger schaffen will und der die Eingriffsrechte von Verfassungsschutz und Polizei immer weiter ausbaut. Aber auch hierzu in Ihrem Entschließungsantrag kein Wort zu bürgerlichen Freiheitsrechten, dazu, wie Daten der Menschen tatsächlich geschützt werden können. Meine Damen und Herren, wir als LINKE stehen für eine Digitalisierungspolitik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die Frage muss doch nicht sein, was bringt Profit? Die Frage muss doch sein, was nützt dem Menschen? Und dort brauchen wir eine Digitalisierungspolitik und eine Digitalisierungsstrategie, die die individuellen Freiheitsrechte in den Mittelpunkt stellt, die die Nutzer vor Überwachung schützt und den technischen Fortschritt für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen nutzt und sich dafür einsetzt. Aber von all dem in der Vorlage der regierungstragenden Fraktionen kein Wort, beredete Schweigen. Zusammenfassend, meine Damen und Herren, können wir feststellen, das Digitalministerium hat den Stresstest der Corona-Krise nicht bestanden. Die wesentlichen Punkte werden eben nicht dort entschieden, und wortreiche Entschließungsanträge können darüber auch nicht hinwegtäuschen. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir können das Ganze zusammenfassen. Wenn man es in einem Arbeitszeugnis lesen würde, würde dort stehen, das Digitalministerium hat sich stets bemüht. Aber das, meine Damen und Herren, reicht nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Felstehausen. Nächster Redner ist der Abg. Bijan Kaffenberger für die Fraktion der Sozialdemokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ist die Zukunft in Hessen im ländlichen Raum zu Hause? Diese Frage, wie die Landesregierung und die schwarz-grüne Koalition mit der Digitalstrategie und dem vorliegenden Entschließungsantrag beantworten. Sie sprechen hier im Antrag von einer neuen Strategie. Laut eigenem Untertitel ist es ja aber nur eine Strategiefortschreibung. Und leider wurden mit dieser Fortschreibung auch die Schwächen der alten Digitalstrategie mit fortgeschrieben. Es ist aus meiner Sicht immer wieder erstaunlich, dass die schwarz-grüne Landesregierung sich immer noch dafür lobt, dass sie bei der 50-Megabit-Versorgung Spitze sei. Im Digitalausschuss haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir uns, wenn wir schon immer von Gigabit reden, dann auch vielleicht an der Gigabit-Versorgung messen lassen sollten. Und da ist die Bilanz der schwarz-grünen Landesregierung nach wie vor schwach. Verzeihen Sie mir, wenn ich mich an der Stelle wiederhole, aber seit es das Digitalministerium gibt, geht es im Ländervergleich dort bergab. Und die Landesregierung erkennt das nicht, sondern lobt sich lieber selbst. Und deswegen noch einmal zum Mitschreiben, werte Kolleginnen und Kollegen. Bei der Versorgung mit 1 Gigabit pro Sekunde war Hessen im Bundesvergleich 2018 auf Platz 9 und Ende 2020 liegen wir nur noch auf Platz 11. Also eine deutliche Verschlechterung bei der Breitbandversorgung im Ländervergleich trotz Digitalministerium. Die zusätzliche Versorgung ist leider auch nicht dem Engagement der Landesregierung zuzuschreiben, sondern vielmehr dem marktgetriebenen Ausbau, und zwar vorrangig, Sie ahnen es, im Ballungsraum. Und selbst dort werden leider viel zu oft nur Fernsehkabel aufgerüstet und neu verlegtes Glasfaser trägt noch kaum zur Versorgung im ländlichen Raum bei. Und das ist ein Problem. Dort gibt es nämlich häufig, und ich sage es jetzt extra, bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Und die digitalen Dorflinden, die Sie hier so schön in Ihrem Antrag zeichnen, schaffen den Menschen dort daher auch keine Abhilfe im Alltag. Weil die Vorstellung, dass sich alle Menschen dort unter der digitalen Dorflinde treffen, um im Coworking zu arbeiten, mutet vielleicht idyllisch an. Aber selbst das ist ja nicht möglich, weil die Dorflinden verfügen ja nicht über einen schnellen Glasfaseranschluss, sondern hängen selbst am alten Kupfernetz. Und was ist es dann? Es bleibt ein nutzloses WLAN, um nicht zu sagen Energieverschwendung. Aber nicht nur die digitalen Dorflinden, auch das landeseigene Mobilfunkförderprogramm ist ein zahnloser Tiger, denn wenn nur mit einem einzigen Mobilfunkanbieter telefoniert werden kann, ist eine Förderung schon nicht mehr möglich, und das kann doch nicht der Sinn hinter einem Förderprogramm sein. Sie sprechen in Ihrem Antrag von 120 Markterkundungsverfahren, die laufen. Davon sollen sogar 70 beendet sein. Wenn ich jetzt heute Morgen noch auf mobilfunk-hessen.de/Markterkundungsverfahren gehe, und da müssen sie ja rechtlich gesehen auch veröffentlicht werden, gibt es überhaupt nur 40 Verfahren, die laufen? Da frage ich mich, wie kommen Sie auf diese Zahlen? Sie sprechen in Ihrem Entschließungsantrag außerdem, dass auch im ländlichen Raum
Daten- und Rechenzentrumsinfrastruktur gebaut werden soll und dass das die Grundlage für den digitalen Fortschritt ist. Keine Frage, es ist die Grundlage für den digitalen Fortschritt, aber wo befinden sich denn die großen Rechenzentren? Zum Thema Green IT gibt es gute Projekte, zum Beispiel die Nutzung von Abwärme zur Heizung von Wohnungen in Frankfurt oder den Green Cube in Darmstadt. Neue Rechenzentren sind geplant in Offenbach, in Hanau, aber im ländlichen Raum, ganz ehrlich, da passiert, was das angeht, wenig, weil die siedeln sich eben um den Internetknoten herum an. Und auch da hat die Landesregierung, glaube ich, nichts zu beigetragen. Der Titel des Antrags Digitalisierung und Zukunftsfestigkeit des ländlichen Raums vorantreiben und stärken passt auch hier aus meiner Sicht nicht. Aber kommen wir zum Thema, was heute auch schon öfter angesprochen wurde und was mir persönlich ganz wichtig ist, die digitale Bildung. Und hier stört mich zuallererst, dass das wieder als reines Pandemie-Thema hier gesehen wird. Es ist ja aber grundsätzliches Umdenken notwendig. Während Sie im Antrag von der Digitalisierung der Schulen im ländlichen Raum reden, höre ich vielmals von anderen Stellen, dass die Landesregierung dort sogar Klassen zusammenlegen will und nicht nur da, sondern auch in den Städten. Und da muss ich sagen, auch das ist ein Thema, was man hier noch mal an der Stelle ansprechen musste. Ungelöst ist auch nach wie vor das Problem der Videokonferenzen im Schulbetrieb. Die Vergabe des Videokonferenztools in der Schulplattform hat über ein Jahr gedauert, liebe Kolleginnen und Kollegen, und es ist noch keine Zeile Quellcode geschrieben. Und an einen Rollout ist da noch nicht zu denken. Ich glaube nicht, dass Sie das alles, liebe Landesregierung, über die Sommerferien schaffen. Und dann noch die offenen Fragen, wie es mit MS Teams weitergeht. Und hier hält sich das Digitalministerium leider sehr im Hintergrund, statt dem offensichtlich nicht sehr digitalaffinen Kultusminister zu unterstützen. Und Laptops und Tablets für Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte hatten oftmals erst keine Software. Die Administration ist vielerorts noch ungeklärt und der Umsetzungsstand für die Dienst-E-Mails von Lehrkräften ist fraglich. Auch das müssen wir klären. Langfristige Fragen der Finanzierung von Lehr- und Lernmittel, Fehlanzeige. Solche Punkte könnte ich jetzt noch ewig weiter diskutieren, aber kommen wir zum Thema Digitalpakt nochmal. Sie loben sich da für die Aufstockung der 37 Millionen, nennen das eine deutliche Aufstockung. Ich entsinne mich noch sehr gut an die Debatte zur Aufstockung des Digitalpakts hier im Hessischen Landtag im letzten Mai. Da, glaube ich, hat die CDU vorgeschlagen, 5 Millionen dazu zu geben zu den 37. Und nachdem ich dann hier an dieser Stelle auf die methodischen Schwächen der Telekom-Studie verwiesen hatte und einen viel höheren Bedarf aus anderen Quellen angemerkt hatte, wurden es dann immerhin 12 Millionen. Und da hatten Sie wirklich ganz vielen Kindern die Bedürftigkeit an der Stelle abgesprochen. Und das ist jetzt kein Lob aus meiner Sicht wert. Es geht aber noch viel schlimmer, als Mittel nur geringfügig aufzustocken. Und da ist nämlich die Frage, woher kommen ganz viele der finanziellen Mittel, die Sie für die Digitalisierung nutzen. Und gerade in den hochgelobten Digitalisierungsmaßnahmen in den Kommunen ist es so, dass die Landesregierung die doch aus kommunalen Mitteln finanziert. Und das ist, sehr geehrte Damen und Herren, doch wie den Kindern das Taschengeld zu kürzen, ihnen dann von diesem Geld ein Tablet zu schenken und sich wundern, dass da kein Danke kommt. Ich will es ganz kurz machen zum Thema Distral. Da hatten wir auch in der früheren Debatte schon gesagt, es ist ein Gemischtwarenladen. Es existieren schon jetzt 7 verschiedene Förderlinien, Module mit unterschiedlichen Laufzeiten, Fördervolumen und Förderquoten. Und jetzt kommt eine 8. Förderlinie 2c dazu. Das soll dann unbürokratisch neue Wege auf den Projekte auf den Weg bringen. Für mich klingt es eher nach mehr Bürokratie und Komplexität. Aber egal. Der Herr Honka hat sich in seiner Rede gleich das Thema Gesundheit ganz gespart. Dass Sie das in Ihrem Antrag noch mal aufnehmen, liebe CDU, verwundert mich dann vielleicht fast schon, weil dass die Wartezeiten-App WartsApp heißt, sagt doch eigentlich schon genug über die Einstellung der schwarz-grünen Landesregierung zur medizinischen Versorgung des ländlichen Raums aus. Und auch schon in der alten Strategie von 2016 wollten Sie Hessen zu einem führenden Innovationsstandort für IHS machen. Und was ist da damals passiert? Ein CDU-Parteifreund von Ministerin Puttrich wurde als Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für Telemedizin und E-Health versorgt. Und jetzt soll er für die CDU im September in den Bundestag. Falls er gewählt wird, sind wir mal gespannt, wen Sie da als Nächstes versorgen. Als ich in der letzten Plenarwoche in allen Einzelheiten bei dem Antrag zum Finanzplatz aufgezählt habe, was da fehlt, sagte der Minister Boddenberg, das wäre Klamauk. Deswegen will ich mich heute ein bisschen auf noch einen wesentlichen Punkt konzentrieren, der für uns als SPD-Fraktion kein Klamauk ist, sondern uns sehr ernst. Schwarz-Grün hat keine Strategie für die Transformation der Arbeitswelt. Und im
Und das will ich an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich sagen. Im Rahmen der fortgeschriebenen Strategie findet sich das zentrale Thema Zukunft der Arbeit lediglich als dritter Spiegelstrich hinter der digitalen Transformation der Unternehmen. Und in dem Handlungsfeld Wirtschaft und Arbeit 4.0 werden diesem für die Menschen so wichtigen Thema die Transformation der Arbeitswelt dann knapp 2 der 150 Seiten gewidmet. Und übrigens, das wäre auch für die Entwicklung im ländlichen Raum mehr als diese 2 Seiten wert. Die SPD-Fraktion hat daher auch zu diesem Thema eine große Anfrage eingebracht und geht darin auf alle relevanten Bereiche zur Zukunft der Arbeit ein. Und wir sind auf Ihre Antworten gespannt, liebe Landesregierung. Also, sehr geehrte Damen und Herren, halten wir fest, fast alles, worüber Schwarz-Grün in diesem Antrag spricht, gibt es sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Schulen, Crowd- und Coworking, Digitalisierungsprojekte in Kommunen, das Ehrenamt, Vereine. Aber einen konkreten Punkt, wie der ländliche Raum bei der Digitalisierung besonders gefördert werden soll, wird nicht genannt. Und was nach wie vor noch aussteht, ist der Ausbau der dringend notwendigen digitalen Infrastruktur. Und genau da liegt das Problem Ihres Antrags und Ihrer Digitalstrategie. Infrastruktur ist nicht alles, aber ohne Infrastruktur ist alles nichts. Und da hapert es noch gewaltig, ganz besonders im ländlichen Raum. Und der Kollege Honka hat Friedrich Dürrenmatt angesprochen. Ich musste da direkt an das Versprechen denken. Das Traurige ist daran, Sie haben ein Versprechen gegeben und am Ende der Geschichte sitzt der Kommissar traurig, ohne das Versprechen eingelöst zu haben, alleine auf der Bank. Und ich habe aber der... Ich habe der Ministerin aber auch versprochen, mal etwas Positives zu sagen, und das mache ich jetzt auch zum Abschluss. Die neue Digitalstrategie, sie ist wirklich sehr schön illustriert. Ein Lob von mir für diese schönen Bilder, auch eine Geschichte am Anfang. Ein neuer Tag in Hessen beginnt, die gefällt mir sehr gut. Und was ich jetzt denke, wenn ich die Digitalstrategie sehe, ist schöne Bilder, ein nettes Märchen und maximal 50 Mbit in vielen ländlichen Regionen. Meine Damen und Herren, was Schwarz-Grün aber für die Digitalisierung im ländlichen Raum in Hessen wirklich tut, das beantworten sich die Menschen dort am besten selbst. Von dieser Koalition jedenfalls haben Sie auch in Zukunft keine Antworten zu erwarten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kaffenberger.